Willkommen zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. So, das letzte Mal haben wir ja, sind wir zum neuen König geworden, nachdem unser Vater gestorben ist. Und wir haben es gleich mal hier ein bisschen was zurückgeholt. Müssen wir uns noch Lyon irgendwann zurückholen. Und hier den Teil, müssen wir mal gucken. Jetzt verteilen wir erstmal den Kriegsführungspunkt. Ich würde sagen, gehen wir mal ins Bellis Justum. Das erste. So. Ich danke vielmals. Was ist hier? Eid der wahren Freundschaft werden. Warum nicht? So einen guten Freund kann man immer gut gebrauchen. Können die Bande ändern? Finde ich gut. Was? Ich krieg direkt mal 60 Anspannung? Wow. Okay. Moment. Das ist natürlich doof. Käse essen. Die den Gewölben hat der unglaublichste Käse der bekannten Welt geruht. Langsam gereift und immer kräftiger im Geschmack geworden. Ja, so. Gut, haben wir den Käse auch mal gegessen, endlich. Ist das auch mal erledigt. So, Jagd können wir noch veranstalten. 133, nochmal 33 Anspannung. Sehr gerne. So. Er versucht es nochmal. Unhöflicher Vasall. Mich angerempelt, die Sau. Gürtel geschmeckt. Mittler. 40 Anmahnungen, weil wir schüchtern sind. Das ist natürlich doof. Ne? Der Bürgermeister kann man eigentlich egal sein, ne? So. Wie das mit den Gürtel. So geht es ja nicht. Sauerei. So, gefangen genommen. Dankeschön. Alle auflösen. Willkommen bei mir. Moment. Herzogtum und Grafschaft. Das ist auch geil. Ach so, das war Herzog. Okay. Minus 47. Hisquaras und Batalavas. Ach, die hier oben. Titel vergeben. Moment. Kann die. Achso, kann nur Vasall verleihen, ne? Genau. So. Haben wir unseren ersten Herzog hier? Na gut. Ist ihm auch recht. Du hast die diverse Ansprüche, okay. Ja, nee, passt schon. Die richtige Religion hat er ja auch. Das passt. So, hier oben, da muss ich noch kurz mal reinschauen. Wie schaut denn das hier aus? Ein Haufen Verbündete hier. Das ist nicht schön. Konzil von Toledo können wir wieder einberufen. Machen wir das? Ja, komm. Das machen wir. Das 20. Konzil von Toledo. Alle Priester von Gott sind in Toledo gekommen. Alle christlichen Glaubensrufer hier Dingens. Komm, wir machen, laden mal alle. Ach nee, ich habe kein Geld. Dann nicht. Nur die eigenen. So.
Den müssten wir da angreifen. Ansprüche, okay. 225. Das ist billiger. Das ist billiger. Machen wir lieber den de jure an. Anteil. So. Das ist besser. 19 Konzil von Toledo vertagt. Achso. Oh. Verdammt. Ich hätte nicht den Krieg erklären sollen. Na gut zu wissen. Dass das nicht geht. Na ganz toll. Das hat mir natürlich keiner gesagt. Dass ich da keinen Krieg führen soll. Na schön. Aufs Ganze gehen, beeinflussen. Ich will meinen Fähigkeiten im Bereich Diplomatie auf die Probe stellen. Jo. Sehr schön. So gefällt mir das. So, dann gehen wir hier runter. Du auch. Was? Ratsmitglied ist verstorben? Nö. Keine Ahnung. Warte, oder was? Ach, das war der Erzbischof. Na gut. Da ist ein Verbündeter dabei getreten. Das kann mir, glaube ich, egal sein. Wir können Lösegelder nochmal holen. Wie schaut es denn aus? 30, gerne. 10, nehme ich auch. Das ist okay. So, da fahren wir den da unten mal ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Gefangenen. Das würde dann schon reichen. Oh, wow. Sehr gut. Wer bist du? Ein Rat tritt diskret am Mischer mit klaren Zweifeln in den Augen. Sie erklärt mir, dass ihr eigener Glaube durch die Zeit eine Grenze einen anderen Aschia sowie durch nähere Kennenlernen des Feindes in Wangen geraten ist. Droht sie als Ketzerin zu denunzieren. Bist du jetzt schon gewechselt? Nee. Können die Glaubensdauer von Jana wiederherstellen? 65%. Drohen wir die mal als Ketzerin zu denunzieren, so. Okay, das ja nicht. Wird nicht der Glauben gewechselt, soweit kommt's noch. So, sehr schön. Danke! So. Ach, wir haben noch ein Druckmittel erhalten. Sehr gut. Willst du uns huldigen? Immer her damit. Ich nehme alles. So, der unten ist ein bisschen stark. Für meinen Geschmack. Der möchte hier das Herzogtum haben. Ja, gut. Dann lassen wir den das mal. Wie schaut es hier aus? Ja, da sind wir auch bald durch. Dauert noch ein bisschen. Wie schaut es denn mit Andalusien? 7000 habt ihr. Puh. Okay. Gibt es auch keinen starken, ne? So richtig. Alba vielleicht. Wow. Der ist aber groß. Okay. Können die Bande nochmal ändern? Was Ratsrechte garantiert? Nix da. Soweit kommt's noch. Glaubst du es denn? Das geht ja gar nicht. Achso, nee, passt.
dachte gerade, ich hätte ja eine Provinz verloren. Aber die waren ja gar nicht so. Minus 200, ja, ist leider ein bisschen viel. Ich möchte die Provinz anschauen, danke. Okay. Das passt soweit. Oh, ich wäre was katholisch hier. Darf eigentlich wahr sein. Oder war es schon die ganze Zeit katholisch? Man weiß es nicht. Da müssen wir wieder ein bisschen ausbauen. Hm? Oh. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, versuchen wir es nochmal. Kann ja nicht so schwer sein. Wurden die Erzbischof Alvito eröffnet. Mehr Toleranz für friedliche Ungläube haben sollten. Eine Idee rasch zum Schärfen dieses Gesprächs. Okay. Die Belgische Kulturen erhalten 10 Kulturakzeptanz. Oh, das ist gut. Phase zur Aussöhnung ändern. Was haben wir denn gerade? Kompromiss. Oh, da können wir die Phase ändern. Okay. Ich glaube, dann haben wir bessere Kriegsgründe, ne? Oh. Bekehren zu einer beteiligten Kultur kostet weniger. Okay, glaube. Das geht auch gut. Das andere war Aussöhnung. Was macht das? Invasionen und Eroberungen sind nicht verfügbar. Was? Steht nur auf eine Grafschaft. Das ist doof. Nee, da würde ich dann schon das andere nehmen. Konzil abgewirkt. Okay. 150 Dingens ist okay. Konzil endet. Oh. Ah, interessant. Okay, jetzt habe ich hier das Ding geändert. Feindselig. Ah, okay. Jetzt habe ich es wieder auf Gelegenheit geändert. Hm, okay. Jetzt kann ich hier wieder voll angreifen, oder was? Oh, das ist ja super. Das ist doch mein Kriegsgrund, ey. Aber ich brauche erst mehr Verbündete und mehr Geld. Und mehr Prestige auf jeden Fall. Sehr geil. Das gefällt mir. Problem ist, der Ding könnte mich jederzeit angreifen. Das ist schlecht. Können Saragossa angreifen? Was, Revolte anfangen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment, was ist das denn? Bauernempörung? Bauernaufruhr? Und Aufschrei. Okay. Ist ja cool. Könnte ich ein bisschen ärgern gehen, ne? So, was kostet das hier? Oh, das ist ein bisschen billiger. Ich könnte es mir auch leisten. Was habe ich noch für einen? Grenzüberfall? Nee. Das ist doof. Das war der falsche. Ringkonflikt. Könnte ich dich einmal komplett erobern, ne? Für 312 Dingens hier. Ja, das
Die ist ein bisschen überlegen. Ah, die haben Andalusien hier als Ding. Ah, ist das doof. Das ist ja richtig doof. Da bleiben mir nicht viele Ziele, ne? Andalusien ist ein bisschen stark. Mit ihrem Verbündeten. Können wir Zahlung verlangen? Ja, bitte. Das nehme ich gerne. Habala. Habe ich jetzt gemacht. Auch dringend Verbündete, habe ich das Gefühl. Naja, Geheimnis entdeckt. Von wem denn? Affäre. Oh, hallo. Kann ich mal erpressen, ja. So. Dankeschön. Haben wir ein schwaches Druckmittel. Hier oben. Ah ja. Wo ist denn da passiert? Ist sie ein bisschen größer geworden? Scheint so, ne? Sehr schön. Mit Argwohn. Als ich nahm Atasa mit nach draußen, damit sie im Bogen spielen kann. Gegen bei einer Überraschung begegnet sie einem verwundeten Reh. Ich bitte, beschuldigt sie mich wütend, dass alles eine Art Prüfung ist, um hier zu haben. Paranoid wirst du? Okay. Dann zeigt nur, dass sie auch alleine ein Tier erlegt haben können. Oh, ehrgeizig. Ehrgeizig ist gut. Nehmen und lebe die Anspannung. Sehr schön. Das hier für eine Fraktion. Hügelspezialisten anwerben. Kosten das? Ah, oh, geht. Hallöchen. Das klingt interessant. Sehr schön. Ich würde ja noch mehr hier an Soldaten haben. Aber irgendwie ist da noch nichts. Festmahl? Ja, auch nicht. Vielleicht verlieren wir noch ein bisschen Anspannung. Das wäre ganz nett. Geheimnis offenbaren. Aufgedeckte Fähre. Okay. Können Zahlung verlangen. Ein Dilemma. Freundschaft klingt gut. Und wir können ja nochmal Gold vom Oberhaupt holen. Ich glaube, das machen wir mal. So, Dankeschön. Hey, was, 20 Anspannung, wenn wir kritisch sind, das, beim Schüsseln sind? So, so wollte ich das eigentlich nicht. Na, ganz toll. Das war nicht so nicht gedacht. Shit. Einsiedlerisch. Charismus, nee, wir werden einsiedlerisch. Wenn dann, denn dann. Haben wir jetzt irgendeine Affäre bekommen? Nee. Schon sagen. Okay, können wir noch Kind unterrichten? Achso, keine Ahnung, da. Hier vielleicht. Können wir dich unterrichten? Wissenschaft anbieten. Glauben konvertieren. Der ist inselchristlich. Nee. Wer sind dein Erbe? Doch, schon du, ne? Oh. Ich sehe gerade, ich verliere auch den Ding jetzt hier. Wieso willst du nicht? Ah, will er nicht am fremden Hof schicken. Schade. Mehr Zahlungen verlangen. G.
Gerne doch. Geld nehme ich gerne. Söldner könnten wir wahrscheinlich auch anhören, ne? 7000, ey. Heirat ausgehandelt, Heirat. Okay, dann gucken wir doch mal. Ach, die kann man gar nicht angreifen, ne? Wegen. Genau. Würde ich sagen, wir greifen erstmal in der Wache an. Und hier müssen wir das Bündnis irgendwie brechen. Ah, das können wir gar nicht brechen hier. Na, was für ein Scheiß. Was ist denn das hier? Ah, das sind nur so Kleinkramzeug, ne? Na, ist ja doof. Inzüchtig. Wer hat denn die geheiratet? Weiß man nicht. Schaufelstick. Konflikt für 216, das geht eigentlich, ne? Das passt schon. Muss ich mal gucken, wo das Zippele ist. Da ist es Zippele. Jetzt habe ich gar nicht auf die Truppen geschaut mehr. Ah, okay. Das passt. Bezahlte Unterstützung. Ein Kriegsgesell mindestens 100 beträgt. Wie viele Truppen hast du denn? 700 ist ja gar nichts. Nö. Bündnis? Nee. Ist schon okay. Komme ich da hin ohne Dingens? Ja. Das passt. Okay, die verzieht sich. Können wir hier mal abtrennen? Pikiniere, leichtes Fußvolk. So. Können wir die rausnehmen? Nee. Wie kriege ich die herausgewählt? Rechtsklick? Umschalt. Klicken. Ah, okay. So, dann laufen wir darüber. Wie viel verlieren wir da? 200? Na gut. Ich glaube, damit können wir leben. Das ist okay. Sarischer Kriegerorden gegründet. Oha. Interessant. Du schon wieder. Ich möchte keine bezahlte Unterstützung von dir. Ist okay, wir könnten die Festung stürmen. Machen wir es mal. Und direkt mal gefangen genommen. Lösegeld. Ich nehme wieder das Lösegeld. Aber reicht. Danke. Uhu, Hallöchen. Ich will die Bekehrung verlangen, ja. Das wäre schön. Gepriesen sei Gott. Super. So, den Rest müssen wir dann wieder vergeben. Gibt es da noch irgendwelche besonderen Gebäude wieder? Sieht eher nicht so aus. Hier ist noch was. Ein Fürstengebäude.
Vergeben wir mal wieder. Hm? Göttlicher. Ah, ich krieg mir was Tief für. Genau, stimmt, da war ja was. Sodele. Dankeschön. Ja, wunderbar. Nur ein bisschen die Truppen auffüllen. Ich hätte gern mehr Truppen. Plus 20, ja genau, das will ich. Aber was Besseres haben wir leider nicht, ne? Fremde Angelegenheiten. Titel eingliedern. Nee. Kultur fördern 5 Jahre, das dauert auch noch 5 Jahre, super. Oh, hier müssen wir mal beeinflussen. Wo können wir uns jetzt vom Mörder freikaufen eigentlich? Könnte ich machen. Für 400. Ja, super. Ist das Mörder weggegangen? Nee, hä? Ich dachte, es geht weg. Offenbar nicht. Geht wohl nur bei anderen Sachen. Na, super. Fraktion, glaubst du denn? Kriegsführungsvorzug. Neue Partertaktiken hier. Dann würde ich wechseln wieder. Geht das? Man kann ich wieder wechseln. Offenbar noch nicht, ne? Na schön. So, jetzt dann die Frage, wo man als nächstes vorgeht, ne? Also Andalusien würde ich ja gern mal angreifen, aber schwierig. Gerade ganz schwierig. Ich habe echt viele Königstitel, ne? Wir könnten den primär machen, theoretisch. Wollen wir behalten Galizien. Kastilien. Was haben wir behalten erstmal Kastilien? Ich würde ja schon gerne mal Toledo gründen. Dazu müssen wir erstmal die komplette Dings kontrollieren. Halte Kontrolle vollständig ein beliebiges Herzog, das an die Jura an Emiratilit angrenzt und Teil eines Königreichs mit zwei oder mehr die Jura-Herzogtum ist. Okay. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Das weiß ich auch noch nicht. Also dieses ausgehandelte Bündnis hier ist echt doof. Das muss ich schon mal so sagen. Oh, die können wir schon wieder den Krieg erklären. Ja, ist das super. Dann machen die den auch gleich weg. Und dann können wir erstmal wieder entspannen, würde ich sagen. Nicht wahr? Schauen wir mal. Wagt's immer noch. Okay. Interessant. So, komplette Armee weg. So ist hier. Geschenk. Ah. Gerne. Der möchte sich mit mir anfreunden, oder was? Hallöchen. Gesundheit schlecht. Leidet an einer Krankheit. Oh, vielleicht stirbt er ja.
Oh, der Haufen Geld, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, wir sind schwanger. Gucken, ob es ein Junge wird. Leider nur intelligent. Das ist nicht so optimal. Muss ich sagen. So, komm jetzt mal hier. Danke. So, wieder eingegliedert hier. Du hast leider die falsche Dingens. Warte mal. Der, ein Riese ist mit einem Zwerg verheiratet. Na, wie geil ist das denn? Und inzüchtig. Na, ihr seid mir ja welche. Sehr interessant. Leider den falschen Glauben, das ist ein bisschen doof. Kehrung 38%, okay. Titel aberkennen geht nicht. Könnten ihn ja morden, das bringt mir aber nichts. Könnten ein Geschenk schicken. Für 100, nee, lass mal. Lösen wir die erstmal auf. Beeinflussen sich mal und dann tun wir deine Meinung ändern. Deine Religion, würde ich sagen. So ist der Plan. So, können wir schon wieder gegen Dingens? Nee, noch nicht. 4 Jahre noch. Okay. Soll mir euch sein. Oh, gerne. Geld nehme ich gerne. So, wie schaut es hier mit den Sachen aus? Reparieren wir das mal. Das auch. Wir haben ja gerade das Geld. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Wir können da das übergeben. Mach mal. So, jetzt hast du hier deine ganzen Dinger, ne? Spracheverb, Arabisch. Achso, dann geht das andere nicht mehr. Das ist natürlich doof. Und Mörder geht auch nicht mehr weg. Oh, schade. Hätte gedacht, das geht noch weg. Aber dann ist er jetzt eigentlich auch schon egal. Wir könnten hier den Dings töten. Ah, der stirbt eh bald, ne? Das lohnt sich eigentlich gar nicht, da jetzt einen Auftragsmord hinzuschicken. Oh. Was, wir haben dich verraten? Wann haben wir dich denn verraten? Oh. Huch. Das tut mir aber leid. Was? Gefährliche Fraktion? Gegenseitige Freundschaftshilfe. Verbesserte Diplomatie. Ja. Gerne. Ein Geschenk. Komm her damit. Exotische Waffen. Neben seltsamen Waren bringen Händler auch fantastische Geschichtenländern zu mir, die voller Wunder sind. Gruppe andalusischen Gräbern gibt vor, kaunianische Gegenstände mitgebracht zu haben, die vom fernen Hof des großen Herrschers Maratscha Sigpunal von Raipurtana, also noch dazu. Okay, Ketten von gekletterter Machart wird es mir geben. Was? Ich habe euer. Achso, der hast es gesehen. Trennt euch davon. Ich gebe euch im Gegenzug eine einzigartige Waffe. Eine Axt. Es ist sicher keine Fälschung, Lehnsherrn. Diese Arbeit ist uns einfach reputisch in hoher Qualität. Ja, okay. Was macht ihr? Sieht man leider nicht, ne?
Stravani. Okay, dieses Kettenhemd nutze ich ja eh nicht, ne? Dann schau mal, Axt ist prächtig. Kampfgeschick. Achso, naja, gut. Möchte ich schon lieber meinen Prestige behalten, ehrlich gesagt. Die hat zwar mehr Kampfgeschick, aber hier ist noch Prestige dabei in Meinung von Vasallen. Würde ich die dann doch schon gern behalten. Wieso seid ihr so stark? Wer ist denn das alles? Der da unten? Der da? Der da oben. Aha. Ja gut, den hier unten können wir ja was gegen machen, ne? Dann machen wir den Titel. Und vergeben den an jemanden. Der zum Beispiel. Der hat ein Bündnis mit denen. Widerlich. Nee, wir geben dir mal den Titel hier. Nee. Yay. Würde ich schon sagen. Und das hier. So. Dann sollte sich ja der nicht mehr in der Fraktion anschließen. Na genau. Jetzt hing das wieder. Passt das? Schon wieder eine Tochter, sag mal. Christina, das klingt doch gut. Auch wieder ein Genie? Ja, ist ja super. Direkt mal unterrichten. Wohin denn? Da können wir noch warten, glaube ich. Da können wir noch warten. So. Mal gucken, ob es was Besseres gibt. Nicht so richtig, ne? Nee. Passt so. Natürlich wäre hier was Besseres gut. Und der mag uns überhaupt nicht mehr. Na, so ein Pech aber auch. Na gut. Was ist hier los? Was willst du? Spöttische Speichellecker. Ich weiß, ich habe meinen Eiswasserhöfchen Igler, den ich da klucksen höre. Ich schwöre es, wenn ihr so durch die Gegend gehe, fühle ich mich manchmal an, als wäre der Hof irgendeines so alten Menschen. Alle Strömungen hier sind so altbacken und so traditionell. Okay. Alle auf ansehnliche Mode setzen, ja. Das machen wir. Mal die Pracht erhöhen hier. Wenig Dienerschaft haben wir bloß. Ja, komm, da geben wir auch noch eins höher. So, jetzt haben wir einige Dienerschaft. Das sollte doch reichen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel verdienen. Also okay, gut. Dann würde ich sagen, das ist mal wieder Schluss für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, ne? Vielleicht kommen wir ja mal irgendwann auf die 1000. Mal gucken. Aber ansonsten gerne ein Like da lassen, Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.